Hey, schön bist du da. Wenn du mit Audio arbeitest, wirst du früher oder später auf diese zwei Begriffe stoßen. Latenz und Puffergröße. In diesem Video zeige ich dir drei Dinge. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Systemaudio und Softwareaudio? Zweitens, was bedeuten Latenz und Puffergröße, wie hängen sie zusammen und wieso sind sie so wichtig für dich? Drittens, gebe ich dir Praxistipps für die besten Audioeinstellungen in deiner Audiosoftware, damit es eben nicht knackst. Und dies alles sowohl für Mac und PC. Bleib dran! Hey, Stop Producing mit der School of Sound, ich bin Emanuel. Das Wichtigste zuerst, die Audioeinstellung. Die brauchen wir, damit wir von unserem Computer überhaupt etwas hören können. Dein Computer-Output und dein Audio-Software-Output sind zwei komplett verschiedene Dinge. Für die Audioeinstellungen in deinem System ist das noch sehr einfach. Bestimmt hast du das auch schon mal gemacht. Auf deinem Mac findest du die Systemeinstellungen für Audio einfach unter Systemeinstellungen und Audio. Dort kannst du auch einstellen, dass du oben in der Menüleiste auf diese Einstellung zugreifen kannst. Das finde ich persönlich sehr praktisch. Auf deinem PC findest du deine Systemeinstellungen für Audio unten rechts mit dem Lautsprechersymbol. Einfach draufklicken und den geeigneten Audioausgang einstellen. Immer wieder höre ich die folgende Frage. Hey, ich höre nichts auf meinen Kopfhörern, aber ich habe doch Kopfhörer im System eingestellt. Ja, das stimmt schon. Und dein Browser oder Spotify hält sich auch brav an die Einstellungen in deinem System. Audio-Software ist hier anders. Da es sich um professionelle Software handelt, möchte die auch selbst bestimmen können, wo bitte der Ton hingeschickt werden soll. Um zu den Audio-Settings von Ableton zu kommen, gehst du unter Mac auf Live-Voreinstellungen. Auf deinem PC klickst du auf das Menü Optionen und zu unterst auf Voreinstellungen. Danach findest du den Audio-Tab als Unterpunkt Nummer 2. Ein bisschen später in diesem Video zeige ich dir im Detail, wie du die Settings in deiner Audio-Software genau einstellen musst. Also nochmals System-Output und Audio-Software-Output immer separat einstellen. Nun möchte ich dir die Puffergröße und die Latenz einzeln und unabhängig vom Computer erklären. Wir legen los mit der Puffergröße. Stelle dir ein Audiosignal vor, das von deinem Computer verarbeitet werden muss. Das Audiosignal ist immer dasselbe, aber du stellst jetzt die Puffergröße verschieden ein. Zuerst stellst du die Puffergröße auf 256 Samples ein. Der Speicher wird 256 Samples lang geladen und erst dann abgespielt. Danach stellst du 128 Samples Puffergröße ein. Nun hat der Computer gerade mal noch 128 Samples Zeit, bis der nächste Buffer fällig wird. Bei 64 Samples muss der Buffer bereits viermal im Vergleich zum 256 Sample Buffer ausgegeben werden. Und bei 32 Samples füllt sich der Puffer ständig und muss dauernd wieder ausgegeben werden. Das ist natürlich extrem anstrengend für den Computer. Ich habe dies links mit dieser Grafik veranschaulicht. Je dicker der Balken, desto mehr muss dein Computer arbeiten. Je dünner der Balken, also je größer die Buffer-Size, desto weniger muss dein Computer arbeiten. Wenn du das schon mal verstanden hast, ist das schon mal die halbe Miete. Wir kommen zur Latenz. Die ist einfach erklärt. Die Latenz ist die Zeit, welche verstreicht zwischen deinem Anschlag der Taste auf dem Keyboard bis zur Ausgabe des Klangs an den Boxen und schlussendlich bei deinem Ohr. Hast du eine kurze Latenzzeit, ist das Spielen auf deinem Keyboard flüssig möglich. Hast du eine lange Latenzzeit, ist es sehr schwierig, überhaupt im Takt etwas dazu zu spielen. Der Sound kommt einfach laufend zu spät aus deinen Boxen. Das macht dich vor allem beim Einspielen von Drums oder Piano vollkommen verrückt. Es ist einfach nicht sinnvoll möglich, einen Sound mit langer Latenz einzuspielen. Dazu mache ich dir ein Beispiel. Ich habe jetzt hier in Ableton drin zwei Spuren gemacht, die eine mit einem Grand Piano und die zweite mit einem Schlagzeug. Ich stelle die Voreinstellungen folgendermaßen ein. Bei diesem Piano mache ich 32 Samples, das gibt dann 3,3 Millisekunden globale Latenz und ich spiele hier mal was ein. Außer dass ich nicht ganz sauber gespielt habe, war alles sehr auf dem Punkt. Gehe auf die zweite Spur und hier werde ich mal mit 2048 Puffergröße arbeiten. Stelle das hier ein, das Größte, was hier möglich ist. 44,7 Millisekunden Latenz und ich versuche jetzt hier ein Schlagzeug dazu zu spielen. Man kann es ja mal versuchen. Also du kannst mir glauben, dass das ziemlich schwierig ist. Du siehst es auch hier bei den Noten. Also ich komme permanent zu spät. Aber das Problem ist eben einfach diese Latenz, weil die ganze Zeit muss ich im Kopf wieder rumkorrigieren. Wenn ich das dann nochmal versuche mit den korrekten Einstellungen, dann wird mir das sicher besser gelingen. Ich gehe jetzt nochmal da auf die Voreinstellungen und nochmal auf 32 Samples. Das Tiefste, was möglich ist, das ist nicht mehr hörbar.
Eine Frage, die ich sehr oft höre und auch in meinen Classroom-Kursen immer wieder sehe, sind Bluetooth-Kopfhörer. Sind diese für Musikproduktion geeignet? Die kurze Antwort ist nein. Aber warum ist das so? Die Bluetooth-Technologie hat systembedingt eine große Latenz. Sobald du also Bluetooth verwendest, verzögert sich der Ton um diese systembedingte Latenz. Also Bluetooth-Kopfhörer an, Verzögerung ebenfalls an. Vielleicht sagst du jetzt, stimmt ja gar nicht, ich höre täglich Spotify und das funktioniert auch mit Musik. Das ist eben nicht dasselbe. Es ist doch vollkommen egal, ob dein gestreamter Song eine Sekunde später an deinen Ohren ankommt oder früher. Song bleibt Song. Er startet einfach früher oder hört später auf. Erst bei echtzeitkritischen Anwendungen wie Musikproduktion oder DJing wird die Latenz zum Problem. Daher findest du Bluetooth-Kopfhörer in keinem Musikstudio und auf keinem DJ-Pult. Sie sind einfach ungeeignet für professionelle Audioanwendungen. Möchtest du einen gratis Online-Kurs für Ableton besuchen? Du erhältst einen Song zum Downloaden und alle Infos, um sofort mit Ableton loszulegen. Klicke einfach den Link in der Beschreibung und los geht's. Okay, die Theorie haben wir nun verstanden. Nun zur Praxis. Wir schauen uns an, wie Puffergröße und Latenz in einer Audio-Software aussieht. Ich verwende in meinem Fall Ableton Live als Software. Beim Mac gibt's nicht viel einzurichten. Es gibt nämlich nur genau einen Treiber, den Core Audio. Das ist gut so, denn so macht man von Anfang an alles richtig. Bei Audio-Eingangsgerät könnte ich nun ein externes Mikrofon wählen, falls ich eines angeschlossen hätte. Beim Audio-Ausgangsgerät wähle ich als Treiber beim Mac einfach meine MacBook-Lautsprecher aus. Beim PC kannst du mit den installierten Treibern Glück haben und einfach einen auswählen und es funktioniert. Oder du bekommst mit deiner Soundkarte gleich Audio-Interface einfach einen guten PC-Treiber mitgeliefert. In diesem Fall herzlichen Glückwunsch. Wenn das nicht geht, schauen wir später im Video noch zusammen an, wie wir einen alternativen Treiber für PC installieren können. Wir können in der Kanalkonfiguration noch die Kanäle genau anschreiben, um sie später wiederzuerkennen. Zum Beispiel können wir links, rechts oder Stereo anschreiben. Bei der Sampling Rate nehme ich meistens CD-Qualität mit 44,1 Sampling-Rate. Das reicht für den Anfang mal aus. Zur Puffergröße. In Ableton kannst du einstellen, wie schnell der Sound für die Ausgabe berechnet wird. Natürlich heißt schneller auch rechenintensiver, sodass dein Rechner bei kleinen Puffergrößen rasch ausgepowert wird. Ich habe dir eine separate Grafik erstellt, die du hier sehen kannst. Oben siehst du die Puffergröße in Samples, welche auch die Computerbelastung ergibt. Unten siehst du die resultierende Latenzzeit in Millisekunden, also wie lange dauert es vom Anschlagen der Taste, bis der Ton aus dem Lautsprecher kommt. In der Mitte siehst du die Puffergröße mit dem vertikalen roten Strich, welchen du nach rechts oder links bewegen kannst. Jetzt ist der Strich auf 256 Samples eingestellt und ergibt in der Grafik eine Latenz von 12 Millisekunden. Alles unterhalb 12 Millisekunden Verzögerung ist für das menschliche Ohr nicht hörbar. Stellst du also die Puffergröße nach links auf 32 Samples, dann hast du zwar noch weniger Verzögerung, aber dein Computer kommt ziemlich ins Schwitzen. Ziehst du die Puffergröße nach rechts auf 4096 Samples, hat der Computer fast gar nichts mehr zu tun. Dafür kommt der Ton wie eine Schnecke viel zu spät aus deinen Boxen. Ein Beispiel. Auf meinem Computer ergibt eine Puffergröße von 512 Samples ziemlich genau 13 Millisekunden Latenz. Das reicht mir völlig. Die School of Sound gibt es auch in echt. Die Classroom-Kurse kannst du in der Schweiz vor Ort oder online als Virtual Classroom besuchen. Außerdem bieten wir neben Online-Kursen, Masterclasses und Sample-Packs auch Einzelstunden an. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Den Link zu unseren Angeboten findest du in der Beschreibung. Du sagst nun, bei mir steht bei Latenzzeit ganz andere Zahlen als auf der Grafik und was du da gerade gezeigt hast. Ja, ganz richtig, denn dein Computer ist nicht mein Computer und deshalb unterschiedlich schnell in der Berechnung. Als Faustregel gilt, halte die Latenz knapp um die 12 Millisekunden Verzögerung, wenn das deine Rechnergeschwindigkeit erlaubt und es nicht knackst. Wenn das nicht geht, musst du halt die Puffergröße erhöhen, bis es nicht mehr knackst und du musst mit der Verzögerung leben. Bevor du jetzt gleich einen neuen Computer kaufst, weil deiner zu langsam ist, habe ich dir aber noch einen Tipp. Es kann eben sein, dass du einen PC-Treiber installiert hast, welcher für die Kommunikation zwischen deiner Soundkarte und Ableton einfach ungeeignet ist. Da kannst du nichts dafür, denn HP, Asus, Lenovo, alle wursteln da irgendwie rum und installieren irgendwelche proprietären Treiber. Oder der Hersteller deiner Soundkarte gleich Audio-Interface hat dir einfach einen richtig schlechten oder gar keinen geeigneten Treiber mitgeliefert. Die Lösung ist der Gratis-Treiber ASIO for All. Du lädst dieses Programm einfach auf asioforall.org herunter und installierst es auf deinem Rechner. Als Vorsichtsmaßnahme würde ich nach der Installation Ableton nochmals neu starten. Sobald der Treiber installiert ist, kannst du ihn unter dem Treibertyp in den Audioeinstellungen auswählen. Unter dem separaten Button Einrichten kannst du jetzt den Ausgang mit den kleinen Play-Buttons definieren.
Die Puffergröße musst du neu ebenfalls in diesem Fenster separat definieren. Willkommen zu meinem Tipp zum Schluss. Besuche den Ableton Live Interpreter Kurs der School of Sound. Den gibt's als Klassenraumkurs und auch als Virtual Classroom Kurs. Dort lernst du von Grund auf, wie du deine Hard- und Software bedienst und wie du Songs produzierst von A bis Z. Warum im Kurs lernen und nicht auf YouTube? Erstens, du kannst mehrere Folgefragen stellen, die dich gezielt weiterbringen. Zweitens, du lernst zusammen mit anderen. Das macht Spaß und schweißt zusammen. Drittens, du nimmst dir gezielt Zeit, um zu lernen und verlierst dich nicht irgendwo online. Es würde mich sehr freuen, dich in unseren Ableton-Kursen vor Ort oder online begrüßen zu dürfen.